Hallo zusammen, ich hier ist wieder Hotchila und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg hier aus Tazavesh und zwar um den Erfolg Qualitätskontrolle. Diesen finden wir einmal unter Dungeon und Schlachtzüge und dann unter Dungeons von Shadowlands. Für Qualitätskontrolle müssen wir Folgendes machen. Besiegt den Postmeister in Tazavesh, dem verhüllten Markt auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem ihr alle instabilen waren, vor der Zustellung an mindestens einen weiteren Spielercharakter weitergegeben habt. Der Postmeister ist, den könnt ihr theoretisch als zweiten Boss angehen. Ihr müsst hier den ersten Boss zu Vex umboxen und dann könnt ihr theoretisch hier ein bisschen Trash umhauen und direkt zum Postmeister weiterkommen. Was müssen wir jetzt genau machen? Und zwar müssen wir das jetzt mal hier bei mir aus dem Stream rausdingsen, weil ich es irgendwie blöderweise nicht aufgenommen habe. Schauen wir einmal rein. Wenn ihr nämlich den Postmeister pullt, habt ihr so ein Fenster, ich würde jetzt mal sagen, irgendwie so 30, 40, 50 Sekunden, wo ihr einfach möglichst drauf DPSen könnt. Ich würde euch empfehlen, da allen Schaden, den ihr habt, drauf zu DPSen. Ihr könnt theoretisch auch mit einer Taktik spielen, wo ihr ja vielleicht mit doch keinem Heiler spielt, denn es gibt da immer so Intermission-Phasen, wo verschiedene Poststücke hier auf dem Boden landen und diese Poststücke müsst ihr quasi weiterreichen und für das Achievement ist es so, dass ihr die immer zu einem anderen Spieler weiterschmeißen müsst, bevor ihr die entsorgen könnt. Da gibt es hier immer so Entsorgungsschächte und da müsst ihr die reinschmeißen. Die gehen nach einer Weile hoch. Ihr seht hier immer diese Poststücke. Da könnt ihr reinlaufen, die aufsammeln oder so anklicken und dann habt ihr so einen Button. Und dann könnt ihr die zu einem anderen weiterschmeißen. Ja? Ihr seht es, da hat der eine zum einen weitergeschmissen, jetzt der nächste und der schmeißt die dann hier in das Loch rein. Wenn der andere Spieler ein Poststück schon in der Hand hat und das draufschmeißt, dann ist das Problem, dass einer nicht zwei tragen kann, es geht hoch und ihr kriegt einen Haufen Schaden, das Achievement ist quasi verkackt, ja. Heißt, das darf nicht passieren, deswegen am besten spielt man das mit Voice und spricht sich so ein bisschen ab, wer wann das draufschmeißt. Es muss relativ schnell sein, denn diese Poststücke gehen auch hoch nach einer Weile. Also ihr seht da so einen Timer außenrum, ne, so diesen Kreis, der sich füllt. Und die haben verschiedene Timer, also das ist bei jedem Poststück anders. Ihr müsst da ein bisschen gucken, okay, welches geht als nächstes hoch. Schwierig ist das Ganze nicht, aber man kann es halt relativ leicht verkacken. Sobald ihr die erste Runde gespielt habt, habt ihr zwei Optionen. Wenn dann ihr spielt, wie wir jetzt dann nochmal chillig eine zweite, oder ihr versucht halt einfach den Boss wegzudrücken, wegzudpsen und gut ist. Wir haben nämlich am Ende rausgefunden, dass selbst wenn nochmal Poststücke landen, bevor die explodieren, ihr den Boss quasi wegnatzt, dass das trotzdem fürs Achievement zählt. Und ihr seht hier, diese Schächte gehen auch immer nach ein paar Sekunden wieder zu. Also teilweise müsst ihr die Position switchen. Und dann wird es halt manchmal schon ein bisschen eng. Dann kommen noch die Soaks gleichzeitig. Und ihr seht, meins war jetzt kurz vorm Auslaufen. Ich schmeiße es weiter. Und er schmeißt halt wirklich in der Sekunde rein, wo es ausläuft. Also teilweise kann es halt tatsächlich ein bisschen eng werden. Und wir haben jetzt hier am Ende dann uns noch dazu entschieden, komm, wir ziehen jetzt halt 10 nach dem zweiten und nudeln durch. Ich kann jetzt auch mal den Voice hier anmachen. Nein, es kommt nochmal. Okay, wir probieren es aber nochmal. Nicht jetzt Schaden machen, ne? Ja, wer hat den? Sentino raus, Sentino raus, Sentino, weil ich habe dann vorne eine Kugel genommen. Reset, sterben. Nee, versuch's einfach reinzuwerfen. Versuch's reinzuwerfen. Zu mir? Ich werf. Okay, oh, wir haben's bekommen. Okay, weil die nicht hochgegangen sind, hat's ja wahrscheinlich noch gepasst. Ich war mir nicht sicher. Brauchst du das Training? Also habt ihr gesehen, am Ende, wir hatten noch Bomben da, die sind dann tatsächlich nicht nochmal geexplodet und dementsprechend hat es für das Achievement gezählt. Wir hätten wahrscheinlich auch einfach nach den zweiten Bomben HT ziehen können und einfach durchnudeln, aber wir waren uns da halt nicht sicher. Aber für euch auf jeden Fall, theoretisch könnt ihr vielleicht, wenn ihr genug Schaden habt, auch nur eine einzige Bombenphase spielen und dann dementsprechend das Achievement auch einheimsen damit. Gut, viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ist ein relativ einfaches Achievement. Ich glaube, wir haben zwei Tries gebraucht. Den ersten, um uns das einmal anzuschauen, wie es mit den Bomben funktioniert. Und beim zweiten hat es dann tatsächlich schon funktioniert. Gut, sonst hätte ich eigentlich nicht mehr Informationen für euch bei dem Erfolg. Ich würde sagen, falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich werde da gerne drauf eingehen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Achievement-Video wieder. Euer Tila. Bis dann. Ciao.